hier, da werden schon wieder die Kufen geputzt. Während der nächste Schweizer Schlitten, die nächste Käsekiste, wie ja manche sagen, bereit steht, das Team von Christian Reich. Schweiz 3. Mal sehen, wie er startet. 5,88, 900stel langsamer als Götschi, der Startbestzeit oben hatte. Sie sahen es eben, die Kufen werden präpariert. Das Reglement sagt, dass dort nur mit Sandpapier geputzt werden darf und auch nur von Hand. Also dort dürfen keine Maschinen zwischen den Läufen benutzt werden. Ansonsten wird natürlich maschinell präpariert am Tag vorher oder vielleicht sogar noch eher. Dann ist es immer der Poker. Welche Kufen nehme ich? Wie warm wird es sein? Wie warm ist es? Wie warm wird es vielleicht noch? Wie ist das Eis? Wir sehen, dass Reich doch schon 3/10 zurückliegt. Weder Brian Scheimer noch hoffentlich den deutschen Schlitten gefährlich werden kann. Die letzte Kurve auch für ihn, angeschoben übrigens von Steve Underhoop, Roger Graber und Thomas Hanschin. Seine Zeit 58,23, 10. Platz. Aufatmen in Deutschland. Aber ich sagte es ja auch schon, das ist ja hier erst der erste Lauf. Entscheidend ist dann die Gesamtzeit, also die Addition beider Läufe. Das sah etwas hoch aus. Da sahen Sie es, wie er mächtig durchgeschaukelt wurde. Der Schlitten ja so gut wie ungefedert. Und da kann man schon ganz schön durchgeruckelt werden. Und wenn dann die Bahn noch vielleicht so ist wie in Cortina,